Hallo liebe Keycat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Keycat-Tutorial, Keycat 5.1.2. Nachdem ich ja im letzten Video nochmal einige Details zu hierarchischen Schaltplänen gesagt hatte und wir gesehen haben, dass hier diese Liste in unserem Dateibaum immer länger wird, habe ich mich nochmal ein bisschen näher mit der ganzen Sache beschäftigt und möchte hier dazu nochmal einen kleinen Nachtrag liefern. Wir sehen also hier unser Projekt HiFi und hier liegen jetzt alle Projekte drin und hier würden immer mehr Dateien entstehen mit jeder Datei, die ich neu erzeuge, Platine, Netzliste und so weiter. Die Liste wird immer länger. Wir hatten das ja schon im letzten Video gesehen und es wird immer unübersichtlicher. Wenn wir jetzt mal hier in Keycat hineinwechseln, in unseren Projektordner, ist das auch nicht verwunderlich. Es liegt ja hier alles in ein und demselben Ordner. Wie können wir das jetzt hier noch ein bisschen strukturieren? Das möchte ich euch heute nochmal zeigen. Und zwar an einem einfachen neuen Projekt. Ich erstelle mal ein neues Projekt und ich nenne das hier im Ordner Projekte. Ich nenne es einfach mal HiFi 1. Wir haben also wieder unser leeres Projekt. Und bevor wir jetzt anfangen, Schaltpläne zu erzeugen, erstellen wir uns hier mit Rechtsklick auf das Projekt ein neues Verzeichnis. Und da fangen wir mal an mit der Stromversorgung. Ich nenne es jetzt mal SV für Stromversorgung, mit OK bestätigen. Wir erzeugen uns nochmal eine neue Baugruppe mit den Eingängen. Ich nenne die hier mal In. Ein neues Verzeichnis, nochmal ein Verzeichnis. Und das nennen wir hier Out für unsere Ausgänge und von mir aus noch ein Verzeichnis Treiber. Ich nenne es hier mal TR. Ihr könnt das natürlich dann etwas aussagekräftiger bezeichnen. Und wir sehen also jetzt hier unsere vier Verzeichnisse und die sind auch hier, wenn ich jetzt in dieses Projekt HiFi 1 hineinwechsle, erzeugt worden und sie sind alle noch leer. In unserem nächsten Schritt öffnen wir jetzt unseren Master-Schaltplan, also hier HiFi1.sch, und ich mache das mal hier ein bisschen kleiner, dass wir hier auch unsere Ordnernamen sehen, und ich erzeuge jetzt hier mal an dieser Stelle einen neuen hierarchischen Schaltplan und ich nenne den jetzt hier als erstes mal SV für unseren Ordnernamen und jetzt Slash. Die Nutzer mit Windows probieren jetzt bitte mal den Slash oder den Backslash aus. Ich weiß nicht, wie sich Keycat hier verhält. Ich habe es nur unter dem Linux probiert. Da geht es also nur mit dem Slash. Könnte aber durchaus auch sein, dass Keycat im Windows Backslash und Slash beides versteht. Bitte mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, unter dem Linux nur mit dem Slash ausprobiert. Und ich nenne das jetzt hier mal Stromversorgung und hier unten geben wir ebenfalls unseren Sheetnamen ein und hier brauchen wir jetzt nur Stromversorgung einzugeben und wir sehen also jetzt hier unseren Ordner und da wird das die Datei Stromversorgung.sch gespeichert und hier unser Schaltplanname an sich selbst. Wenn wir das jetzt hier speichern, mit OK speichern wir das Ganze. Können wir jetzt hier rüber sehen. Wir sehen hier noch keine Änderungen. Die müssen wir erst manuell herbeiführen. Wir sagen Projektbaum aktualisieren. Und wir sehen jetzt hier vor dem Ordner SV erzeugt sich jetzt hier ein kleines Dreieck. Und ich kann den jetzt hier öffnen. Und wir sehen unseren Schaltplan. Bitte aufpassen. Trotz dieser Ordner haben wir jetzt das gleiche Verhalten. Wie auch schon im letzten Video gezeigt, würde ich jetzt hier in diesem Schaltplan schon irgendwas anderes zeichnen oder neue Bauteile platzieren, wird dieser Stromversorgungs.sch sofort in dieses HiFi-SCH vereinnahmt und verschwindet hier wieder raus. Um das zu verhindern, machen wir jetzt hier gleich unseren Doppelklick drauf, so wie im letzten Video auch gezeigt. Wir schließen das Ganze wieder, aktualisieren nochmal unseren Projektbaum und wenn wir hier öffnen, sehen wir jetzt, hier hat sich also unser Projektdatei, unsere Projektdatei mit dazu erzeugt und wir können das jetzt hier wiederholen für die nächste Baugruppe und das
soll jetzt hier mal, was weiß ich, hier in sein. Bitte die Groß- und Kleinschreibung im Linux beachten. Bei Windows sollte es jetzt hier nicht das Problem sein. Gehe ich mal davon aus, da keine Unterscheidung getroffen wird. Aber beim Linux bitte aufpassen. So, Eingänge. Und ich erzeuge das hier nochmal. Wir speichern. Wir schließen. Aktualisieren unseren Baum. Wir haben unseren Schaltplan. Doppelklick. Wieder schließen. Nochmal aktualisiert. Und wir sehen hier unsere Projektdatei. Das machen wir dann wieder für Ausgänge, Treiberstufen und so weiter und so fort. Können wir das also jetzt hier wiederholen? Und wir sehen also, dass das jetzt hier alles in diesen Ordnern schön sauber strukturiert ist. Auch hier nochmal gezeigt. Eingänge, Ausgänge, Stromversorgung. Alles liegt hier sauber drin. Und wir könnten jetzt unseren Schaltplan zeichnen. Ich öffne jetzt hier nochmal unseren Master-Schaltplan. Ich kann jetzt natürlich hier Bauteile einzeichnen, strukturieren für eventuelle weitere Hierarchien hier nach unten erzeugen wir uns hier natürlich genauso weiter einen jeweiligen Unterordner und speichern dann diese Unterprojekte hier in diesem Schaltplan, genauso wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Wenn wir damit fertig sind, kann ich natürlich dann hier in dieses Projekt hineinwechseln. Das ist jetzt ein in sich geschlossenes Projekt. Was nicht mehr geht, ist das Zurückwechseln hier aus diesem Dateibaum heraus. Ich zeige es mal. Wenn ich jetzt hier draufklicke, verschwindet unser Dateibaum. Aber ich kann jetzt natürlich hier meinen Schaltplan öffnen, kann jetzt hier eine Netzliste erzeugen. Die heißt jetzt auch Stromversorgung.net, wird auch hier gleich automatisch im richtigen Ordner gespeichert. Ich speichere die einfach mal. Wir erzeugen uns hier nochmal eine leere Platine. Auch das hier mit Speichern abgeschlossen wird jetzt hier sofort in diesem Baum erzeugt. Wir sehen das jetzt hier als einzelnes in sich geschlossenes Projekt. Ich kann jetzt hier meine Einzelbaugruppe zeichnen, habe aber natürlich trotzdem die Verbindungen zum Master-Schaltplan und zu den Master-Baugruppen. Wie kommen wir wieder zurück? Das geht jetzt hier nur noch über dieses eine vorhandenes Projekt öffnen, indem wir hier zurückwechseln und hier unser Masterprojekt öffnen. Dann stehen wir wieder hier im eine Ebene höher und können hier wieder im Schaltplan eventuelle Zeichnungen vornehmen oder Änderungen etc. etc. Damit soweit so gut. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich öffne mal unser Projekt HiFi von gestern, vom letzten Video, und wir sehen also, ich habe jetzt hier alles hier drin liegen. Wie kann ich jetzt diese Misere hier bereinigen, ohne Probleme zu haben? Dazu wechseln wir jetzt mal hier in diesen Ordner HiFi 1 und ich erzeuge jetzt mal hier einen neuen Ordner. Das kann ich jetzt hier machen über diese Ebene oder mit, ich breche es nochmal ab, ich kann es auch hier über das Projekt HiFi, Rechtsklick, neues Verzeichnis erzeugen, erstellen. Und ich nenne das jetzt hier nochmal für die Stromversorgung als Verzeichnis SV. Und jetzt muss ich, um das hier gerade zu ziehen, unsere Stromversorgungsprojekt und den Schaltplan hier hinein verschieben. Die liegen also jetzt hier drin. Aber wenn ich natürlich, ich kann es auch noch mal hier zeigen, wenn ich aktualisiere, sehen wir jetzt hier, liegen auch hier sauber drin. Wenn ich natürlich jetzt aber hier in unserem HiFi den Master-Schaltplan öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung. Ja, und zwar lautet die, dass er jetzt diese Stromversorgungs-SCH-Datei nicht lesen konnte, weil er verknüpft die hier mit dem Ordner slash HiFi. Dazu muss ich jetzt hier hineinwechseln. Er öffnet den Schaltplan noch. Unser hierarchischer Schaltplan Stromversorgung ist hier vorhanden, aber eben nicht mehr verknüpft. Wir wechseln mit dem Cursor auf diesen Schaltplan und drücken jetzt hier die Taste E. Damit kommen wir nochmal auf die Schaltplaneigenschaften. Und ich muss jetzt hier einfach das SV wieder richtig schreiben, mit Slash davor setzen als
relativen Link auf diese Datei mit OK speichern wir. Wir sagen nochmal OK, wir speichern das Ganze nochmal und schließen. Und wenn ich jetzt, wir sehen also hier immer noch, ich lese nochmal den Baum neu ein, wir sehen also hier, alles liegt hier drin. Und wenn ich jetzt den Master-Ordner öffne, kommt auch keine Fehlermeldung mehr, denn der Baum ist jetzt hier entsprechend verknüpft. Die Alternative dazu ist, ich erzeuge hier nochmal als Alternativbeispiel ein neues Verzeichnis. Ich nenne es jetzt mal hier Out für unsere Ausgänge. Wir gehen hier wieder zurück in unserer Ordnerstruktur, nehmen jetzt mal hier die beiden Dateien Ausgänge Projekt, Ausgänge Schaltplan und die Backup-Datei. Mit Steuerung X schneiden wir sie aus, gehen hier in den Ordner Out, fügen die hier ein. Jetzt sind sie da drin. Hier im Baum verschwinden sie. Ich aktualisiere nochmal. Wir sehen jetzt, hier liegen sie drin. Wenn ich meinen Master-Schaltplan öffne, sehen wir natürlich wieder unsere Fehlermeldung. Breche ich jetzt hier mal ab. Ich speichere hier auch nichts, ich ändere hier nichts, sondern ich wechsle hier wieder zurück in unsere Ordnerstruktur und öffne jetzt unser Masterprojekt hifi.sch, also den Schaltplan, nicht die Projektdatei, mit Rechtsklick, und ich mache das hier mal mit dem Editor Xed, und wir sehen jetzt hier unten den sv/stromversorgungs.sh, und die Ausgänge hatten wir ja hier in den Ordner Out. Die sehen wir hier oben. Hier F0 ist der Schaltplanname und F1 ist Ausgänge.sh ist der Dateiname, und da setzen wir hier einfach out slash davor. Und genauso wie wir das hier unten gemacht haben, hier davor gesetzt. Wir speichern diese Schaltplandatei. Das könnten wir jetzt hier mit Eingänge und so weiter genauso wiederholen und entsprechend verschieben. Wenn ich jetzt hier schließe und im Projekt unseren Master-Schaltplan hier nochmal öffne, sehen wir, wir erhalten auch keine Fehlermeldung mehr, sondern wir sehen auch hier, dass jetzt das File im Ordner out/ausgänge.sch liegt und unser Sheet Ausgänge auch vorhanden ist. Somit kann man auch solche Projekte, wenn man falsch angefangen hat, nochmal retten, oder wenn sich das ergeben sollte aus der Projektstruktur heraus, dass man hier mit Ordnern arbeiten muss, weil es einfach immer noch größer wird, kann man das auf diese Art und Weise retten, ohne hier irgendwo neu anfangen zu müssen. So, das nochmal dazu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß mit hierarchischen Schaltplänen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.